So, also 11.5 Definition. Also erstmal brauche ich einen Wahrscheinlichkeitsraum, sei Omega mit P. Ein Wahrscheinlichkeitsraum. Und x ist eine Abbildung von Omega nach R. R gibt es jetzt nicht so richtig, deshalb mache ich das nicht nochmal in einer speziellen Farbe. So, eine Zufallsvariable. Ja, für jedes Spiel kann ich das machen, erst alle Möglichkeiten, dann die Auszahlungsfunktion zum Beispiel. Ja. Dann nennt man den Erwartungswert von x, g von x. Na, wie soll das gehen? Ja. Also, was mache ich? Ich möchte hier auch einen endlichen Wahrscheinlichkeitsraum haben. Ja, ich nehme die Summe über alle Elemente von Omega, also ich für jedes Element, ich schreibe das mit kleinen Omega, jedes Element von Omega, ja, was kann ich mit dem machen? Da kann ich zwei verschiedene Sachen ausrechnen. Ich kann einmal die Wahrscheinlichkeit ausrechnen von dem Element. Ja, wie wahrscheinlich ist es? Ja, und muss hier ja eine Menge reinschreiben, also müssen hier Mengenklammern stehen. Ja, wie wahrscheinlich ist das Element? Und dann kann ich es nochmal nehmen mit dem Wert von der Zufallsvariable. X von, und da kann ich auch dieses Element reinschreiben. Den Erwartungswert. Von x. Ja? Oder ich kann es nochmal anders aufschreiben, ist Omega. Die Menge von Omega 1 bis und so weiter, Omega n. Da kann man auch ja, was kann man auch schreiben, ein Erwartungswert von x. Das ist jetzt genau das Gleiche, nur manche haben Angst vor so einer Summenzeichen. Was ja auch verständlich ist, weil es ein bisschen was Komplizierteres ist. Aber in Wirklichkeit ist das, was hier steht, nicht wirklich was Kompliziertes. Ich schreibe einfach die Summenzeichen nochmal aus. Ja? Und zwar für jedes Element hier muss ich das hier machen. Also nehme ich mal mein erstes Element her, also die Wahrscheinlichkeit von meinem ersten Element, Omega 1, mal genommen mit der Zufallsvariable von meinem Wert B1. Und dann plus die Wahrscheinlichkeit von meinem zweiten Wert mal den Wert der Zufallsvariable vom zweiten Wert. Und dann geht das immer so weiter, bis zum letzten Wert, bn. Und mal den Wert von der Zufallsvariable. Ja, also das ist genau das, was wir hier gemacht haben. Ja. Hier Wahrscheinlichkeit mal Wert, Wahrscheinlichkeit mal Wert, Wahrscheinlichkeit mal Wert, immer so weiter vom ersten Wert bis zum letzten Wert. Ja. Das ist genau das, was wir hier rechnen wollen und das kann man kürzer so schreiben. Ja, also wenn man schon weiß, wie die Elemente heißen, dann kann man auch dies schreiben. Okay, so viel für die Definition von einer Zufallsvariable. Ich mache jetzt im nächsten Video nochmal ein Beispiel.